Du kannst dir keinen Tag ohne deinen Lieblingskaugummi vorstellen? Dann weißt du wahrscheinlich schon, dass das Kaugummi-Kauen während des Unterrichts super schwer sein kann. Ja, mein Lieblingsgeschmack. 1, 2, 3, boom. Ah, Mensch, Lilly, du hast mich wirklich erschreckt. Aber wenn du mir ein Stück Kaugummi gibst, vergebe ich dir. Kevin, du kannst nicht einfach meinen Kaugummi klauen. Wenn du eine Tarnung für deinen Kaugummi brauchst, dann liegt die Lösung direkt vor deiner Nase. Wenn du einen rechteckigen Textmarker herumliegen hast, schnapp dir einen Cutter und schneide die Kunststoffspitze ab. Nimm als nächstes etwas Heißkleber und gib es auf die Spitze, die du gerade geschnitten hast. Klebe es nun auf das Ende deiner Lieblingspackung Kaugummi. Wenn du das Logo des Textmarks auf die entsprechende Farbe drucken kannst, bekommst du einen geheimen Kaugummispender. Niemand wird jemals wissen, dass du während dem Markieren von Texten auch in Kaugummi schwelgst. Ja, das bleibt unser kleines Geheimnis, okay? Hey Lilly, kaufst du Kaugummi? Aber wo ist er denn? Ich sehe keinen auf deinem Tisch. Ja, das liegt daran, dass es in ihrem Textmarker versteckt ist. Sorry, Kevin. Du bist spät dran, junge Dame, und du hast ein Getränk, das nicht erlaubt ist. Oh Mensch, das habe ich doch gerade erst gekauft. Hey, Lehrerin. Oh, sorry, ich bin zu spät. Diese Flure sind mir ziemlich schwer zu navigieren. Okay, geh schon. Oh Mann, mein Hals ist so trocken. Den Orangensaft hätte ich wirklich gebrauchen können. Sag mal, hast du was zu trinken, von dem ich ein Schlückchen nehmen könnte? Wow, Lilly, warum sabberst du denn plötzlich? Hallo, jemand zu Hause? Manchmal, wenn du etwas nur stark genug wünschst, kannst du es plötzlich sehen. Aber wie sich rausstellt, weiß Kevin ganz genau, wie man ein Getränk in den Unterricht schmuggelt. Für diesen Hack brauchst du eine Handyhülle aus Plastik, die du von deinem Handy nimmst. Sobald es auf einem Ziploc-Beutel liegt, nimm einen Stift und skizziere es auf der Tüte. Wenn du fertig bist, entferne die Handyhülle und schneide entlang den Umrissen. Jetzt solltest du zwei Stücke haben. Siehst du? Als nächstes nimmst du einen Streifen Wachspapier und legst es über die entsprechenden Kanten deiner Stücke, bevor du ein heißes Glätteisen draufdrückst. Mache das an 3 von 4 Seiten. Jetzt sollte es wie eine Plastiktüte aussehen. Nimm nun einen Deckel aus einem Beutelgetränk wie diesem hier und gebe Kleber um die Basis. Platziere es dann schnell in der kleinen Öffnung des Beutels, sodass es als kleiner Ausguss dient. Als nächstes nimmst du dein Lieblingsgetränk und gießt es in den Beutel. Fülle es bis fast oben hin. Vergiss nicht, den Deckel wieder aufzusetzen. Bringe nun Heißkleber auf der Außenseite der Handyhülle an. Klebe den Beutel nun direkt auf den Heißkleber. Sobald es trocken ist, kannst du dein Handy wieder in die Hülle tun und deinen Saft aus deinem kleinen Geheimversteck genießen. Willst du einen Schluck, Lilly? Oh, Gott sei Dank, ich dachte, ich sterbe. Und wenn dein Lehrer vorbeiläuft, keine Sorge, du hast ein gutes Alibi. Ja, das Teil ist idiotensicher. Okay, oh, das war die letzte Kiste. Oh, umziehen ist echt hart. Der Spaß hört nicht auf. Die Möbel kommen erst in 2 Tagen? Großartig. Ah, zum Glück habe ich eine aufblasbare Matratze. Ah, wo ist nur die Luftpumpe? Ich hätte schwören können, dass ich die eingepackt habe. Ja, Kevin, glaubst du, du kannst das ganze Ding aufblasen? Oh, wird's hier drinnen heiß oder was? Ich mach mal eine Pause. Warte mal. Vielleicht kann ich mir ja eine Pumpe bauen. Dafür brauchst du eine leere Plastikflasche. Schneide die Spitze ab und stecke sie auf das Ende des Föhns. Ich bin bewaffnet und bereit, Leute. Steck die behelfsmäßige Pumpe an die Düse der Matratze, schalte den Föhn an und sieh zu, wie sie sich mit Luft füllt. Oh wow, das ist, als würde man Brot im Ofen aufgehen sehen. Geschafft! Oh, das Ding ist ziemlich bequem. Ich brauche eigentlich mein richtiges Bett gar nicht mehr. Oder meine echte Luftpumpe. Puh. Oh, was für ein Spiel. Es war mit Sicherheit ein wohlverdienter Sieg. Hä? Was ist denn da los? Ich sollte öfter mal ein Schaumbad nehmen. Oh, Lilly und ihre Bäder. Ich werde später duschen. Ja, das kann aber eine Weile dauern. Uah!
Das war gruselig. Jetzt weiß ich wieder, warum ich keine Bäder mag. Kevin? Was machen seine Sachen hier? Ob es ihn stört, wenn ich mir das ausleihe? Klebe doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Nackenkissens. Zieh den Streifen ab. Klebe es auf die Seite der Wanne, wo dein Kopf hinkommt. Und dann lehne dich zurück und genieße. Niemand wird hier heute ertrinken. Nach einer schönen heißen Dusche fühlt sich dein Handtuch besonders angenehm an. Ups! Gut, dass das keiner gesehen hat. Versuchen wir das nochmal. Guten Morgen, Mick. Entschuldigung. Mann, das ist ja ein wahrer Albtraum. Was ist das denn alles? Klettverschluss? Das sollte funktionieren. Um peinliche Handtuchsituationen zu vermeiden, gib etwas Kleber in die Ecke. So. Dann klebe ein Klettverschlussquadrat drauf. Und jetzt dasselbe ein paar Zentimeter weiter. Klebe nun das passende Klettverschlussteil darauf. Jetzt kannst du sicher sein, dass dein Handtuch nicht mehr herunterfällt. Nicht heute, Handtuch. Mann, ich könnte in diesem Ding einen Tanz hinlegen. Beginne den Tag mit ordentlich Schaum. Das werde ich brauchen. Oh, die neue Seife, die riecht so gut. Ja, aber wo soll ich sie denn hinlegen? Da. Oh, oh. Pass auf, Bella. Und plumps. Hä? Ui, da schaue ich besser mal nach. Alles okay, Bella? Ich wurde eingeseift. Hilf mir. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Aber ja, vielleicht kann ich dir helfen. Mit einer Heißklebepistole kannst du Widerstand auf der Oberfläche erzeugen. Oh, du kannst sogar Glitzerkleber benutzen. Wenn du erstmal ein Viereck gemacht hast, fügst du kleine Wellen hinzu. Und sobald der Kleber trocken ist, kannst du die Seife drauflegen. Gern geschehen. Wow, Vicky, danke. Jetzt kannst du dir die Seele vom Leib singen. Aber tanz besser nicht. So. Na, wer ist das denn? Hallo? Oh, für mich? Ma, vielen Dank. Oh, ich wette, das ist die Hose, die ich online bestellt habe. Oh, und die ist sogar noch schöner als auf den Bildern. Ich probiere die direkt mal an. Und, wie sieht sie aus? Oh Mensch, warum ist die denn so groß? Ich habe mich doch an die Größentabelle gehalten. Ich schätze, ich kann versuchen, sie selbst anzupassen. Könnte diese Schnur vielleicht helfen? Oh ja. Steck die Schnur durch die Gürtelschlaufen. Aber nicht durch die ganz hinten. Wenn ihr die Schnur anhebt und festzieht, verknotet die losen Enden hinter euch. Stellt sicher, dass es wirklich schön eng ist. Steckt dann den Knoten in eure Jeans. Oder besser gesagt, die gesamte Schnur um eure Taille. Jetzt kann man sie nicht mehr sehen. Und eure Jeans passt perfekt. Ah, Kunstunterricht. Der perfekte Ort, seine Gefühle auszudrücken. Boah, das ist nicht übel. Sieht aus, als hätte ich Talent für Stillleben. Ah, wo ist denn mein dickerer Pinsel? Aha! Oh nee, meine Bändel sind voller Farbe. So ein Mist. Oh, das ist blöd. Warum machst du es nicht einfach so? So werden sie nie mehr schmutzig. Ich zeig's dir. Wickle die Bändel um zwei Finger. Dann folge diesem Muster.
Wenn du am Ende des Bändels angekommen bist, steck es durch die Mitte des Kreises. Zieh ihn fest und mach das Ganze noch auf der anderen Seite. Hey, das ist ziemlich cool. Danke. Und jetzt sind wir im Partnerlook.